Aus aktuellem Anlass möchte ich ein kurzes Einführungsvideo zum Thema Pen-Paper-Rollenspiel online machen und steigen wir gleich ein. Zuerst braucht ihr ein gescheites Mikrofon. Sprachqualität ist doch von entscheidender Bedeutung. Es muss jetzt nichts super teures sein für hunderte von Euro. Aber achtet darauf, dass ihr ein Headset mit einer guten Sprachqualität habt. Es gibt im Grunde genommen zwei Arten, die wichtig sind. Zum einen gibt es die, die ihr an einen mit Klinkenstecker an einen Mikrofoneingang von eurem Computer anbinden könnt oder auch an den Headset-Eingang von eurem Tablet oder Smartphone, wenn ihr darüber spielen wollt. Und Headsets, die über USB angeschlossen werden. In meiner Erfahrung funktionieren beide Varianten. Wenn ihr wirklich über Tablet, Laptop oder euer Handy spielen wollt, ist auch ein Bluetooth-Headset eine Überlegung wert. Achtet halt darauf, dass das Headset ein gescheites Mikrofon hat. Ich selbst benutze ein Studiomikrofon und Lautsprecher. Ich habe dieses Setup halt, um meine YouTube-Videos zu machen. Wenn man Lautsprecher benutzt, muss man darauf achten, dass man Push-to-Talk benutzt, dass man so eine Taste drücken muss, um zu sprechen. Sonst kann es zu unschönen Rückkopplungen kommen. Später mehr dazu. Kommen wir zur Software. Eine ganz hervorragende, kostenlose Online-Anlaufstelle ist Roll20.net. Hier kann man virtuelle Tische erstellen. Die haben für alle großen Rollenspiele wie Pathfinder, Dungeons & Dragons, Call of Cthulhu und so weiter die Regeln eingebaut. Und es gibt hier auch eine Community, wo man Runden anbieten und Runden finden kann. Und ich weiß nicht, ob ich das gerade anzeigen kann. Im Grunde genommen hat man hier einen virtuellen Tisch, eine virtuelle Battlemap, wo jeder seinen Charakter platzieren kann, wo der SL die Möglichkeit hat, Bilder zu zeigen, Karten zu zeigen, seine NSCs zu bewegen, Sachen zu zeichnen. Und die haben auch ein eingebautes Sprachübertragungstool, das ich selbst noch nie benutzt habe. Denn für Sprachübertragung bevorzuge ich andere Möglichkeiten. Mein Favorit ist Discord. Discord bekommt ihr auf jedem Gerät als App. Es ist primär für Online-Games und sowas gedacht. Aber die Sprachqualität ist gut. Man hat sehr viele Möglichkeiten. Und kann das deswegen für den PNP-Gebrauch wunderbar benutzen. Man kann in Discord also eigene Server erstellen. Das ist nicht weiter schwierig, aber einer meiner Kumpels hat hier den Abenteurer-Server erstellt, den ich benutze. Hier hat man halt diverse Textkanäle, in denen man chatten kann, wo man Sachen hochladen und zeigen kann. Und diverse Sprachräume, in die man sich mit seiner Gruppe zurückziehen kann. Was man auch benutzen könnte, ist Skype. In Skype hat man die Möglichkeit, eine Besprechung zu starten. Und achtet darauf, dass euer Antivirenprogramm nicht die Webcam blockiert, wenn ihr es benutzen wollt. Aber Webcam ist nicht so wichtig in meiner Erfahrung. Ein guter Ton ist viel wichtiger und die Möglichkeit, Sachen zu zeigen, eine Battlemap zu teilen, Dokumente zu teilen.
Wenn ihr Discord benutzt, habt ihr die Möglichkeit, einen Würfelbot in euren Textchat einzuladen. Anleitung, wie das geht, findet ihr auf dieser Seite zum Beispiel, rollbutler.net. Und dann könnt ihr einfach im Chat eingeben, welche Würfel generiert werden sollten, zum Beispiel Schrägstrich Roll 66, und dann werden 6x6 gewürfelt und jeder kann das Ergebnis sehen. Oder wenn sich alle genug vertrauen, was ich hoffen würde, dann kann einfach jeder bei sich zu Hause die Würfel rollen lassen und das Ergebnis mitteilen. Bei Discord habt ihr auch noch die Möglichkeit, Musik einzuspielen, zum Beispiel mit dem Rhythmbot. Das ist auch ein Chatbot. Der wird in den Sprachkanal eingeladen und dann könnt ihr diverse YouTube-Musik-Playlists, Musikvideos im Hintergrund spielen lassen. Auf YouTube gibt es eine große Auswahl an RPG-Musik. Da findet ihr stundenlanges Material für jedes Thema, jede Stimmung. Zum Spielen selbst, man muss eine gewisse Voice-Chat-Etikette beachten. Es fängt damit an, dass jeder am besten ein Headset mit einem Mikrofon hat, um Störgeräusche zu vermeiden. Jeder sollte sich auf das Spiel konzentrieren und nicht noch nebenbei Netflix gucken. Oder World of Warcraft spielen oder was auch immer. Wenn ihr euch fürs Pen and Paper trefft, auch wenn es online ist, dann trefft euch fürs Pen and Paper. Und wichtig ist, dass man nicht durcheinander redet. Man muss jeden ausreden lassen, vor allem den Spielleiter. In Discord kann man das auch so einstellen, dass der Spielleiter Priorität hat. Also wenn der Spielleiter spricht, werden alle anderen stumm geschaltet. Und dann gibt es noch ein bisschen Mikrofonetikette, die man beachten sollte. Das Mikrofon sollte nicht direkt in eurem direkt vor eurem Mund positioniert sein, sodass man jedem Atemstoß hören kann, sondern etwas unter eurem Mund oder neben eurem Mund. Und in Discord solltet ihr wirklich die Funktion Push-to-Talk aktivieren. Das findet ihr hier in App-Einstellungen, Sprache und Audio, Push-to-Talk. Dann muss man eine Taste drücken, um etwas zu sagen. Und das verhindert, dass einfach Störgeräusche in den Voice-Chat übertragen werden. Wenn ihr zum Beispiel beim Spielen etwas trinkt oder esst. Am Spieltisch ist das natürlich kein Problem, aber in einem Voice-Chat kann so etwas extrem störend sein. Und das sind auch schon die Basics. In meiner Erfahrung ist es gar nicht so kompliziert. Wenn man die Etikette beachtet, funktioniert es sehr gut. Es kommt sogar Atmosphäre auf. Man kann spannende Szenen erleben. Und wie ich meine, es ist besser als kein Rollenspiel zu machen. Oder es ist das nächstbeste zum Tischrollenspiel an einem echten Tisch. Danke und viel Spaß beim Spielen.